Hallo Leute, ich bin Ultimate Spendash und wir werfen heute einen Blick auf einen Meister der Anpassung und Herrn der Elemente, Chroma. Okay, ich sage es von vornherein, ich liebe diesen Warframe. Er ist vielseitig, hat interessante Fähigkeiten und sieht auch noch gut aus. Er kann gut zur Verteidigung, Support oder Tanking genutzt werden. Chromas Blaupause und seine Teile erhaltet ihr, indem ihr die Quest Das neue Fremde abschließt. Dazu müsst ihr Zephalon Samaris auf der oberen Etage der Relays aufsuchen. Außerdem müsst ihr Meisterschaftsrang 5 erreicht und gestohlene Träume abgeschlossen haben, um diese Quest starten zu können. Ihr werdet für Chromas Teile je ein Frost-Chassis, Saren-System, Ember-Helm und Volt-Helm benötigen. Besucht also falls nötig nochmal Lechkrill auf Ceres, Killer Defime auf Setna, Cygar's Rug auf Saturn und euer Clan-Dojo. Wenn ihr nicht warten könnt, bekommt ihr Chroma auch für 375 Platin, zusammen mit einem Slot und einem Reaktor. Oder ihr nehmt gleich das Drachenpaket für 585 Platin und bekommt zusätzlich Booster, die Ripkas, Komak und den Drackhelm. Chroma hat eine besondere Mechanik. Seine Energiefarbe bestimmt sein Element. Je nach Energiefarbe verwendet Chroma Feuer, Eis, Elektrizität oder Gift für seine Fähigkeiten, was seinen Spielstil dramatisch beeinflusst. Ihr benötigt keine Farbpaletten, um dieses Feature zu nutzen. Seine erste Fähigkeit ist Spektraler Schrei. Chroma geht in eine geduckte Haltung und beginnt das Element eurer Wahl zu speien. Diese Fähigkeit hat eine theoretisch unbegrenzte Dauer, verbraucht aber konstant Energie. Außerdem seid ihr langsamer und könnt keine anderen Waffen benutzen, könnt aber auch nicht umgestoßen werden und seid auch noch in der Lage zu rollen. Leider richtet diese Fähigkeit nicht viel Schaden an, hat aber eine gute Statuschance. Seine zweite Fähigkeit, elementare Abwehr, erzeugt eine Aura, die je nach Element unterschiedliche Effekte hat. Hier ist die Elementmechanik am wichtigsten. Feuer schadet Gegnern in Reichweite und erhöht sowohl eure Gesundheit als auch die von Verbündeten. Dies kann auch genutzt werden, um Verbündete oder euch selbst zu heilen, allerdings ist letzteres bei hoher Kraftdauer schwieriger. Elektrizität erhöht eure Schilde und lässt euch einen Teil des eingehenden Schadens speichern, welcher dann an Gegner in der Nähe abgestrahlt wird. Gift erhöht eure maximale Ausdauer, senkt Ausdauerkosten und kann Feinde in der Reichweite vergiften. Dies macht es ideal für Nahkampfspielstile. Kälte erhöht eure Panzerung und reflektiert eingehende Projektile, welche bei Kontaktfeinden Schaden zufügen. Wächspanzerung erhöht eure Panzerung, wenn ihr Schilde verliert, und euren Waffenschaden, wenn ihr Gesundheit verliert. Beide Buffs werden von Kraftstärke beeinflusst und haben ein Maximum. Sie bleiben bestehen, bis die Fähigkeit endet. Diese Fähigkeit ermöglicht es euch, mehr Panzerung zu bekommen, als Valkyr es aus eigener Kraft könnte. Selbst ohne zusätzliche Kraftstärke könnt ihr so bis zu 3300 Panzerung erhalten, was einer Schadensreduktion von über 91% entspricht. Da höhere Panzerungswerte einen immer kleineren Effekt haben, sehe ich keinen Grund für zusätzliche Kraftstärke, aber dazu komme ich später. Chromas vierte Fähigkeit ist Abbild. Chroma legt seinen Pelz ab, welcher in der Luft schwebt und Feinde in Reichweite angreift. Diese Fähigkeit hat keine Grenze, was Dauer betrifft, verbraucht aber konstant Energie. Wenn das Abbild zerstört wird, ihr die Fähigkeit beendet oder euch die Energie ausgeht, kehrt der Pelz zu euch zurück. Solange die Fähigkeit aktiv ist, seid ihr schneller, aber eure Panzerung wird halbiert. Diese Fähigkeit ist sehr nützlich, um Orte zu verteidigen. Interessanterweise hat der Pelz eigene Flügel, ihr selbst hingegen nicht, was nicht wirklich Sinn ergibt, aber großartig aussieht. Beachtet, dass die Reichweite des Abbilds nicht von Kraftreichweite beeinflusst wird. Feinde, die vom Abbild getötet werden, können zusätzliche Credits droppen. Mein Bild besteht zunächst aus Vitalität und Stahlfaser, um Chromas recht hohe Panzerung von 350 sowie seine Wächspanzerung voll auszunutzen. Eine Rang 3 flüchtende Expertise und eine gemaxte Stromlinie geben euch eine Krafteffizienz von 70%, ohne eurer Kraftdauer zu sehr zu schaden. Engstirnig und Kontinuität erlauben es euch, eure Buffs lange aktiv zu halten, während ihr mit Fluss die nötige Energie für eure erste und vierte Fähigkeit speichern könnt. Zu guter Letzt kommt Wut, um den Gesundheitsschaden, den ihr bekommt, in zusätzliche Energie zu verwandeln. Als Element verwende ich meist Feuer. Wenn ihr aber durch Teammitglieder leicht an Gesundheit rankommt, rate ich euch eher zu Elektrizität, damit eure Schilde den Panzerungsbuff problemlos maxen können, ohne auf eine Aufladung durch euren Wächter oder ähnliches angewiesen zu sein. Wenn ihr viel im Nahkampf machen wollt, rate ich zu Gift. Verwendet aber am besten auch Lebensstark auf eurer Waffe. Chroma ist wirklich ein Meister der Anpassung und sehr interessant zu spielen. Allein das macht ihn zu einem Frame, den man vielleicht nicht unbedingt braucht, aber definitiv haben möchte.